Das Fraktionspapier kann man online nachlesen. Infos im Anhang. Das ist uns besonders wichtig. Wir von der Partei Die Linke setzen uns für Gerechtigkeit ein, damit alle Menschen in Deutschland die gleichen Chancen haben. Wir wollen eine inklusive Gesellschaft, in der niemand ausgegrenzt wird. Jeder in Deutschland soll am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Wir wollen, dass jeder von seiner Arbeit gut und sicher leben kann und dadurch seine Zukunft planen kann. Wir wollen, dass Menschen Hilfe bekommen, wenn sie in Not sind. Niemand soll unter Armut leiden. Wir von der Partei Die Linke sind gegen jede Art von Krieg. Wir setzen uns aktiv für den Frieden auf der ganzen Welt ein. Das finden wir schlecht und wollen wir ändern. Wir von der Partei Die Linken finden es ungerecht, dass in Deutschland Kinder in Armut leben und es gleichzeitig immer mehr Millionäre gibt. Es ist auch nicht fair, dass viele Menschen nicht gut von ihrer Rente leben können, obwohl sie 30, 40 oder mehr Jahre gearbeitet haben. Die Politik der aktuellen Bundesregierung hat dazu geführt, dass Jobs in Deutschland immer weniger sicher sind. In Schulen und Pflegeeinrichtungen fehlt das Geld. Gleichzeitig werden die Ausgaben für das Militär verdoppelt. Das finden wir falsch. Die Regierung der schwarzen Null beachtet die Militärausgaben keineswegs. Das sind unsere Pläne in 10 Punkten kurz gefasst. Erstens, gute Arbeit. Die Menschen brauchen sichere Arbeit und gute Bezahlung. Deshalb wollen wir den gesetzlichen Mindestlohn auf 12 Euro pro Stunde erhöhen. Netto, nicht brutto. Außerdem wollen wir die Arbeitnehmervertretung, Gewerkschaften stärker unterstützen und ihre Verträge mit den Arbeitgebern, Tarifverträge verbessern. Von Minijobs und unfreiwilliger Teilzeit könnten die Menschen nicht gut leben. Deshalb wollen wir mehr unbefristete Arbeitsplätze schaffen, die nach Tarif bezahlt werden. Und neben der Arbeit muss jeder genügend Zeit für Entspannung, Familie und Freizeit haben. Punkt 2. Gerechte Arbeit. Wir wollen die Leiharbeit komplett abschaffen und verhindern, dass Werkverträge falsch genutzt werden. In sozialen Berufen sollen die Beschäftigten deutlich besser bezahlt werden, als es heute der Fall ist. Frauen sollen für eine gleichwertige Arbeit auch den gleichen Lohn wie Männer bekommen. Und die niedrigeren Löhne in Ostdeutschland müssen endlich an die höheren Löhne in Westdeutschland angepasst werden. Punkt 3. Gerechte Rente. Mit der Rente sollen Menschen ihr Leben auch im Alter wie gewohnt finanzieren können. Deshalb wollen wir das Verhältnis von Rente und Lohn erhöhen. Wir fordern ein Rentenniveau von 53%. Außerdem sollen Lebensphasen mit geringem Einkommen stärker bei der Rente berücksichtigt werden. Für eine Verkäuferin wären das zum Beispiel 270 Euro mehr Rente pro Monat. Die niedrigen Renten in Ostdeutschland müssen endlich an die höheren Renten in Westdeutschland angepasst werden. Und wir wollen eine Mindestrente von 1050 Euro pro Monat einführen. Punkt 4. Mindestsicherung von 1050 Euro. Durch das Hartz-IV-System leben viele Menschen in Armut. Deshalb wollen wir dieses System durch eine Mindestsicherung von 1050 Euro pro Monat ersetzen. Ohne Sanktionen, also ohne Strafbezüge. In dieser Mindestsicherung werden dann alle Leistungen zusammengefasst, die aktuell einzeln beantragt werden. Außerdem wollen wir Sozialtarife für Strom und den öffentlichen Nahverkehr und die Deutsche Bahn einführen. Das Arbeitslosengeld 1 muss länger gezahlt werden und das Kindergeld wollen wir auf 328 Euro erhöhen. Später entwickeln wir dann eine Kindergrundsicherung. Punkt 5. Gerechte Steuern. Menschen mit einem durchschnittlichen oder niedrigen Einkommen zahlen zu hohe Steuern. Deshalb wollen wir für diese Menschen die Einkommensteuer senken. Alle, die weniger als 7.100 Euro brutto im Monat verdienen, zahlen nach unserem Plan weniger Steuern. Gleichzeitig sollen Menschen mit einem hohen Einkommen mehr Steuern zahlen. Außerdem wollen wir den Steuerfreibetrag auf 12.600 Euro im Jahr erhöhen. Punkt 6. Vermögensteuer für Millionäre. Über 1 Million Menschen in Deutschland besitzen mehr als 1 Million Euro. Deshalb wollen wir für die Millionäre eine Vermögensteuer einführen. Mit diesem Geld können wir öffentliche Angebote verbessern, zum Beispiel in Kitas, Schulen, im sozialen Wohnungsbau und im öffentlichen Nahverkehr, in Krankenhäusern sowie in der Verfügbarkeit von schnellem Internet. Von diesen Verbesserungen haben dann alle Menschen in Deutschland etwas. Punkt 7. Gerechte Krankenversicherung. Die Menschen in Deutschland brauchen eine gute Gesundheitsversorgung. Wenn alle dazu beitragen, ist das auch bezahlbar. Deshalb wollen wir eine gemeinschaftliche Gesundheitsversicherung für alle einführen. Die Beiträge sollen zu gleichen Teilen von Arbeitgebern und vom Arbeitnehmer bezahlt werden und weniger als 12% betragen. Aktuell sind es über 15%. Für Brillen oder Zahnersatz soll niemand mehr extra bezahlen müssen.
Außerdem wollen wir 100.000 neue Pflegekräfte einstellen. Und wir kämpfen um jedes Krankenhaus, das geschlossen oder privatisiert werden soll. Punkt 8. Bezahlbares Wohnen. In vielen Städten steigen die Mieten trotz Mietpreisbremsen immer weiter an. Deshalb müssen viele Menschen ihre vertraute Nachbarschaft verlassen. Diese Entwicklung wollen wir und müssen wir stoppen. Keine Mieterhöhung ohne Werterhöhung. Wo es besonders wenig Wohnungen gibt, dürfen die Mieten nicht steigen und sollen zum Teil gesenkt werden. Außerdem wollen wir 250.000 Sozialwohnungen mehr bauen. Und wir verbieten die Spekulationsgeschäft mit Wohnraum. Punkt 9. Gerechte Europäische Union, EU. Die EU ist mehr als ein gemeinsamer Wirtschaftsraum für Unternehmen und Banken. An erster Stelle sollen die Menschen stehen. Deshalb fordern wir einen Aktionsplan gegen Arbeitslosigkeit und für eine Wirtschaft, die sozial gerecht und umweltverträglich ist. Wir brauchen fairen Handel und guten Klimaschutz, statt Freihandelsabkommen wie zum Beispiel TTIP oder TISA. So können wir die Europäische Union sozialdemokratisch und lebenswert für alle gestalten. Punkt 10. Frieden statt Krieg. Die Partei Die Linke war immer gegen den Krieg, aber die aktuelle Bundesregierung plant, die Ausgaben für das Militär zu verdoppeln. Da gibt's keine schwarze Null. Wir wollen da abrüsten statt aufrüsten. Mit dem eingesparten Geld sollen Schulen saniert werden und mehr kostenfreie Kitas entstehen. Waffenlieferungen treiben Kriege voran und zwingen viele Menschen zur Flucht. Besonders in Krisengebieten, deshalb wollen wir Waffenlieferungen an anderen Ländern verbieten und die deutschen Soldaten von ihren Einsätzen im Ausland sofort zurückholen.